Zurück aus der Sommerpause und gleich mitten im Wahlkampf. Nur halt ohne Wahlkampf, wenn man ehrlich ist. Inzwischen fragt man sich, wird die Ära Merkel jemals enden? Ja, viele... Es ist ja so, viele jüngere Zuschauer kennen ja gar keine andere Kanzlerin. Ne? Die wissen gar nicht, dass in Deutschland Männer mal Kanzler werden durften. Ich war noch dabei, es war eine verrückte Zeit. Und auch das, sagen wir mal, TV-Duell letzten Sonntag hatte leider latenten Freundschaftsspielcharakter. Mit Tendenz zur Liebeserklärung. Hier die Highlights für Sie kurz zusammengefasst. TV-Duell letzten Sonntag. Ich finde es immer schön, wenn zwei sich finden, meine Damen und Herren. Na klar, im Nachhinein ein bisschen mehr Attacke, ein bisschen mehr Aggressivität vom Schulz wäre schon prima gewesen. Andererseits kamen seine Themen ja so gut wie gar nicht dran bei dieser mündlichen Abi-Prüfung. Und er hat es auch, ich weiß nicht, wie Sie es gesehen haben, ich finde, er hat es nicht wirklich schlecht gemacht. Vor allem dieser eine Satz vom Schulz, der hat mich wirklich nicht nachdenklich gemacht. Jeden Satz von richtig oder falsch gibt es einen Ort. Dort treffen wir uns. Oh ja, es gibt einen Ort jenseits von richtig oder falsch. Und dieser Ort heißt Würselen, meine Damen und Herren. Es ist halt, es ist nicht leicht. Hat er seine Sprüche aus dem alten Kalender abgeschrieben. Es ist aber wirklich nicht leicht. Natürlich hat die SPD nach all den GroKo-Jahren, das ist ja so ähnlich wie Hundejahre, ein Glaubwürdigkeitsproblem. Vielleicht ist es mit der SPD wie beim HSV. Die müssten auch mal absteigen, um wieder zu sich zu finden. Und die Frau Merkel, die hat natürlich eiskalt ihren Amtsbonus ausgespielt. Es ist Wahnsinn, wen die Frau alles kennt. Dazu habe ich heute mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefoniert. Ich werde mit dem russischen Präsidenten sprechen, mit dem amerikanischen Präsidenten, mit Herrn Erdogan, mit dem chinesischen Präsidenten sprechen, natürlich mit Japan und Südkorea. Ich werde morgen auch mit Donald Tusk reden. Frau Merkel, à la bonheur. Chapeau! Ha. Wahnsinn, wen die alles im Telefon speichert. Ne? Und Schulz dann so, ich habe gestern versucht, meine Frau zu erreichen. Aber die ist nicht rangegangen. Ah. Über eine Stunde haben die über Migration und Flüchtlinge geredet. Herzlichen Glückwunsch, AfD. Gewonnen beim Duell, ohne dabei zu sein. Gerade mal 5 Minuten haben die über soziale Gerechtigkeit geredet. Und nur mal so ein unverbindlicher Tipp von mir. Wenn man Flüchtlingen Ratschläge gibt zum Thema deutsche Sprache, ruhig auch mal auf den eigenen Satzbau achten. Da sage ich nur, wer jetzt hier schon mehrere Jahre ist und sich wirklich die deutsche Sprache gelernt hat, da sollte man richtig sprechen tun. Ja? Hier, neues CDU-Plakat. Lernen Sie sich erstmal richtig Deutsch. Ja? CDU. Und ich finde, was Deutsch angeht, die Kanzlerin müsste das eigentlich beherrschen nach 27 Jahren im Westen, oder? Naja. Ist doch so. Das darf man wohl erwarten. Auch die andere Seite muss sich integrieren. Gut, klar, einen klaren Sieger hatte dieses Pseudoduell leider nicht letztes Wochenende. Und das merkt man auch so ein bisschen an den Fragen, die danach von den Fernsehzuschauern im Netz gestellt wurden. Die meistgestellte Frage des gestrigen Abends war, wie alt ist Franz Müntefering? Ich müsste raten, 100? Ja, das war die Nummer 1 Zuschauerfrage nach dem Duell. Auf Platz 2 natürlich, wann fängt endlich der Tatort an? Ne? Zumindest im Moment sieht es also nicht gut aus für die Sozialdemokraten, wenn wir es freundlich ausdrücken wollen. Oder kommt da doch noch Spannung auf? Dieser ARD-Experte ist eher skeptisch.
Tut mir leid, die SPD hat für mich keine realistischen Chancen mehr, wenn sie sich nicht vollständig verändert. Ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn Clowns dir sagen, was du falsch machst. Ja? Du kriegst diese Merkel halt nicht zu packen, wie so ein Stück Seife. Und in Wirklichkeit, das wissen Sie, gibt's ja sogar zwei Angela Merkels. Ja, die eine. Es ist so, es ist wie eine Arbeitsteilung. Die eine, die gute Merkel, die besetzt Themen, klaut hier dem Gegner, die besetzt sie aber nur zum Schein und macht dann in der Realität was völlig anderes. Die gute Merkel, die erzählt beim Duell was von Zusammenhalt in einer sozial gerechten Gesellschaft. Dabei verdienen 40% der Beschäftigten bei uns real weniger als vor 20 Jahren. Ein Fünftel der Deutschen arbeitet prekär. Jeder dritte Deutsche besitzt quasi nichts, also außer Schulden jetzt. Und wenn es auf CDU-Plakaten im ganzen Land heißt, für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, muss ich schon mal nachhaken, wer bitte ist wir? Die über 2 Millionen armen Kinder? Hier ein Originalspot, von uns wirklich nur minimal bearbeitet. In welchem Deutschland wirst du einmal leben? Wird es das Deutschland sein, das uns am Herzen liegt? Dein Deutschland soll ein Land sein, in dem wir alle gut und gerne leben. Ja, SPD arbeitet auch mit Embryonen in ihren Spots. Schlimm. So, tatsächlich, wir haben mal nachgeguckt, tatsächlich hat die Bundeskanzlerin in diesem Wahlkampf bis jetzt nur eine wirklich knallharte, konkrete Aussage gemacht. Das wissen Sie, und zwar neulich in der Bunden. Da sagte sie, Zitat, ich zerstampfe die Kartoffeln immer selbst mit einem Kartoffelstampfer und nicht mit der Püriermaschine, so bleiben in der Konsistenz immer noch kleine Stückchen übrig. Ist das irre? Die Kanzlerin stampft selber! Wer soll die Frau noch aufhalten, frage ich Sie. Ja?